Meine Damen und Herren, wenn Sie schwache Nerven haben, dann muss ich Ihnen empfehlen, dieses Video besser nicht zu gucken. Ich habe, weil es hier um Dinge geht, die wirklich grausam, die wirklich schlimm sind, extra auch ein schwarzes Sakko heute angezogen, dem Anlass entsprechend. Denn hier zeige ich etwas, was wirklich grausam ist, was unvorstellbar ist, was überhaupt nicht passieren darf, aber eben passieren kann. Und was wäre das Schlimmste? Sie merken, meine Stimme fängt schon langsam an zu zittern. Das Schlimmste wäre gute Konjunkturdaten. Ich sage das durchaus mit einem Schaudern, wie gesagt, in der Stimme. Denn stellen Sie sich mal vor, morgen zum Beispiel kommen die US-Arbeitsmarktdaten gut rein. Und dann, was wäre dann? Dann müssten die Märkte ja völlig neu umdenken. Es würde bedeuten, dass all das, was bisher passiert ist, nicht mehr gültig wäre, weil die Notenbanken dann vielleicht die Zinsen nicht mehr senken. Mich schaudert es angesichts dieser Vorstellung, dass muss unbedingt verhindert werden. Ich versuche jetzt mal das Ganze wieder ein bisschen positiv zu drehen und zu sagen, was könnte vielleicht ein Hoffnungsschimmer sein. Ich zeige Ihnen mal folgende Bilder, die vielleicht richtig positiv wären. Hier zum Beispiel aus der großen Depression, Kalifornien 1936, verzweifelte Mutter mit hungernden Kindern. Das wäre natürlich super, das würde im S&P 200, 300 Punkte locker bringen, weil es würde bedeuten, wie schlimm die Lage ist, sodass dann die Notenbanken all in gehen. Alles würde steigen, 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 steigen. Wir hätten dann vielleicht noch als Option, als positive Option hier Suppenküchen wie Chicago 1931, wo hungernde Menschen anstehen. Solche Bilder bringen Punkte in den Indizes, meine Damen und Herren. Man kann es nicht oft genug sagen, die Welt muss schrecklich sein, sonst werden die Finanzmärkte sich irren. Und das wäre ja noch viel schrecklicher. Dann nehmen wir lieber die schreckliche Realität in Kauf als den Schrecken an den Finanzmärkten. So viel ist doch klar. Massenarbeitslosigkeit wäre großartig. Hier sehen wir arbeitslose Wanderarbeiter so um das Jahr 1933, die hier versuchen, irgendwo hinzukommen mit dem Zug auf dem Dach, überall vollgepfercht, damit sie irgendwo Arbeit finden können. Auch das wäre natürlich ein super Bild, wenn solche Bilder bald kommen, dann werden wir neue Allzeithochs erleben, werden neue Höhen erleben an den Märkten, zum Beispiel auch, was die Kurse der Anleihen betreffen. Und da haben wir heute schon einen sehr, sehr positiven Vorgeschmack drauf bekommen. Wir haben nämlich die deutsche Staatsanleihe, die 10-jährige Bundesanleihe, die heute im Tief bei minus 0,49% gehandelt hat, das Allzeittief und damit unter der Benchmark der EZB, also dem negativen Eigenlagesatz der EZB, der derzeit bei minus 0,4% liegt. Wie gesagt, wir waren heute bei minus 0,49%. Was also jetzt nicht passieren darf, und das ist echt ein schreckliches Szenario, sind Wirtschaftsdaten, die nicht so schlecht sind. Das würde dann wirklich Schockreaktionen auslösen. Und ich kann Sie nur warnen, meine Damen und Herren, Sie müssen jetzt inständig auf schlechte Nachrichten und unschöne Bilder hoffen, von hungernden Müttern, hungernden Kindern, arbeitslosen Heeren, die in Suppenküchen anstehen. Das wäre das Beste, was den Märkten passieren kann. Und wir sind doch dazu da, um Ihnen solche positiven Nachrichten zu bringen von steigenden Aktienmärkten. Heute der S&P auf Future-Basis schon an der 3000er Marke kratzend. Ja, vielleicht kriegen wir diese schönen, schrecklichen Bilder, damit es noch weiter nach oben gehen kann. Hurra! Ich spare mir heute, Ihnen zu zeigen, wie die Märkte agiert haben. Die haben sich schlafen gelegt, die Amerikaner haben heute Feiertag und freuen sich schon auf diese immens schwachen Arbeitsmarktdaten. Morgen hoffentlich werden da Millionen von Amerikanern arbeitslos. Das wäre die beste Nachricht, die wir seit langem bekommen haben. Ich wünsche einen wunderbaren Feierabend. Bis dann, Servus und Ciao.